Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Kort, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann in Hessen und in diesem Video gehen wir der Frage nach, was dürft ihr bei einem Einsatz auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus? Habt ihr Sonderrechte? Dürft ihr zu schnell fahren? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Dieses Thema ist tatsächlich eines der meist nachgefragtesten Themen überhaupt. Leider ist es rechtlich nicht ganz einfach. Es gibt auch wirklich viele Mythen und Halbwahrheiten, die diesbezüglich im Umlauf sind. Deswegen haben wir uns der Übersichtlichkeit halber entschlossen, das Ganze in mehrere kurze Videos aufzusplitten, anstelle hier ein ganz langes Video zum Thema zu machen. Wer noch nicht so hundertprozentig sattelfest ist, was den Unterschied zwischen Sonderrechten und dem sogenannten Wegerecht angeht, der kann auch sehr gerne nochmal das Video angucken, was ich jetzt hier verlinke. Ich kann an der Stelle jetzt hier im Video nicht nochmal wirklich alle Basics zum Thema Sonderrecht und Wegerecht wiederholen, sonst wird es einfach hier viel zu lang werden. Deswegen, wer es nochmal sehen möchte, ist es hier verlinkt. Schaut euch das Video gerne einfach nochmal an. Aber räumen wir erstmal ein paar große Vorurteile aus dem Weg. Es ist mitnichten so, dass bei einem Einsatz und wenn wir uns auf dem Weg zum Feuerwehrhaus befinden, für uns keinerlei Verkehrsregeln mehr gelten und die Straßenverkehrsordnung, die StVO, überhaupt keine Anwendung findet. Ich sage nachher definitiv noch was dazu, in welchen Grenzen dürfen wir abweichen, dürfen wir überhaupt abweichen, da kommt nochmal detailliert was. Aber an dieser Stelle schon mal ganz klar, es ist nicht so, dass jegliche Verkehrsregeln für uns aufhören zu existieren und wir machen können, was wir wollen. Insofern auch ein Appell an die Wehrführungen, wenn bei euch das leider Gottes so ist, dass einzelne Kameraden rücksichtslos fahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährden, dann muss aus meiner Sicht hier auch die Wehrführung tätig werden und einschreiten. An alle Kameraden, die tatsächlich es übertreiben, nur sofern die Warnung, auch wenn nichts passiert, ihr werdet dann nicht die Ersten, die tatsächlich auch mal 4 Wochen oder sogar länger laufen und auch ein ordentliches Bußgeld bezahlt haben und ein paar Punkte kassiert haben. Halten wir an dieser Stelle auch schon mal fest. Die StVO und auch alle anderen Verkehrsregeln werden nicht außer Kraft gesetzt, nur weil wir einen Einsatz haben und auf dem Weg zum Feuerwehrhaus sind. Und machen wir auch direkt weiter mit dem zweiten großen Irrtum. Die allermeisten Feuerwehrleute gehen davon aus, wir haben einen Einsatz, wir setzen uns in unser eigenes Auto und fahren zum Feuerwehrhaus und wir haben auf jeden Fall Sonderrechte gemäß § 35 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung. Das sehe ich so. Das sehen die allermeisten Juristen und auch die meisten Richter und die Gerichte in Deutschland so. Aber Vorsicht, ihr müsst einfach wissen, es gibt vereinzelte Entscheidungen, da wird das anders gesehen. Da ist vom Gericht einfach ganz klar entschieden worden, die Sonderrechte stehen nur der Feuerwehr zu, wenn man auch ein Feuerwehrfahrzeug fährt. Wenn ihr also auf dem Weg seid zum Feuerwehrhaus mit eurem privaten PKW, dann habt ihr nach der Auffassung dieser einst vereinzelt vertretenen Meinung keine Sonderrechte. Die meisten Gerichte sehen es glücklicherweise so, wie es hier das Oberlandesgericht Stuttgart beschrieben hat. Der Wortlaut des § 35 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung bezeichnet mit dem Tatbestandsmerkmal Feuerwehr lediglich die Institution und besagt nichts darüber, welche Fahrzeugarten dieser Einrichtung hierunter fallen. Er schließe private Fahrzeuge aus dem Anwendungsbereich jedenfalls nicht aus. Ihr seht, das Urteil ist aus 2002, aber es ist wirklich immer noch das meistzitierteste Urteil, wenn es um die Frage geht, hat der Feuerwehrmann auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus Sonderrechte oder nicht. Mir ist ehrlich gesagt völlig unklar, wie man das anders sehen kann. Gerade wenn man sich dann mal den Wortlaut von § 35 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung im Vergleich zu § 35 Absatz 5a der Straßenverkehrsordnung anguckt. In Absatz 1 ist die Feuerwehr und wie auch die anderen Behörden genannt, da lautet es, die Feuerwehr ist befreit. Und in Absatz 5a heißt es, Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind befreit. Das ist für mich ein ganz, ganz eindeutiger Wille des Gesetzgebers, dass er in Absatz 1 den Leuten oder den Mitgliedern dieser Behörden auch die Möglichkeit geben wollte, im Privat-PKW die Sonderrechte in Anspruch nehmen zu können und in Absatz 5a beim Rettungsdienst dies eben nicht wollte. Dafür spricht einfach ganz klar der Wortlaut. Die gegenteilige Auffassung, also sprich die Leute, die sagen, nein, der Feuerwehrmann hat in seinem Privat-PKW keine Sonderrechte, die begründen das übrigens damit, dass sie sagen, naja, die Fahrt zum Feuerwehrhaus sei noch überhaupt keine hoheitliche Tätigkeit. Das heißt, ein anderes Tatbestandsmerkmal des § 35 würde fehlen, die hoheitliche Tätigkeit, weil die Fahrt zum Feuerwehrhaus sei die Vorbereitung der späteren hoheitlichen Tätigkeit. Naja, da das die meisten genauso wenig überzeugend finden, wie ich diese Argumentation finde, hat sie sich zum Glück nicht durchgesetzt. Aber nochmal, ihr müsst wissen, ihr wisst nicht, an welchen Richter ihr kommt. Es kann euch passieren, dass der Richter genauso entscheidet und sagt, nein, in eurem Privat-PKW habt ihr keine Sonderrechte auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus.
Das niedersächsische Innenministerium rät tatsächlich den Feuerwehrleuten davon ab, Sonderrechte im Privat-Pkw in Anspruch zu nehmen. Sie sagen, einerseits diene das dem Schutz des Feuerwehrmanns, weil der kann ja nicht rechtssicher wissen, ob es ihm für ihn erlaubt ist, Sonderrechte überhaupt im Privat-Pkw in Anspruch zu nehmen, aber es diene auch dem Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer, die ja nicht wissen, dass hier sich jemand gerade mit Sonderrechten auf dem Weg zum Feuerwehrhaus befindet. Weil wir haben natürlich kein Matrixhorn, kein Blaulicht, das heißt, derjenige weiß nicht, der uns im Verkehr begegnet, dass wir es gerade eilig haben und auf dem Weg zum Feuerwehrhaus sind. Also können wir jetzt nochmal hier an dieser Stelle festhalten, wir können nicht mit hundertprozentiger Rechtssicherheit sagen, dass ihr Sonderrechte auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus beim Einsatz in Anspruch nehmen dürft. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei euch ein Richter mit der sogenannten herrschenden Meinung entscheidet, sprich der überwiegend vertretenen Auffassung, dass der Feuerwehrmann im Privat-Pkw Sonderrechte hat, die ist recht hoch, aber ihr könnt auch an einen Richter gelangen, der das Ganze anders sieht. Und in Deutschland sind Richter nicht an die Entscheidungen höherer Instanzen grundsätzlich gebunden. Das heißt, auch wenn das höhere Gericht das tatsächlich anders sieht, dann kann es sein, dass das Urteil aufgehoben wird. Aber er kann erstmal völlig frei entscheiden. Und wenn er dieser Mindermeinung folgt, die vertreten wird, dass ihr keine Sonderrechte habt, dann habt ihr erstmal ein Problem. Im nächsten Teil werden wir uns mal angucken, was ist denn mit der Nutzung von Blaulichtern, von Dachaufsetzern, von Schildern in der Windschutzscheibe. Darf ich diese benutzen oder darf ich diese nicht benutzen? Auch wenn wir der Frage nachgehen, was ist, wenn ihr zum Beispiel weit weg vom Feuerwehrhaus wohnt und ihr habt kein Auto zur Verfügung, dürft ihr dann jemand anderen dazu verpflichten, euch zum Feuerwehrhaus zu fahren? Damit ihr Teil 2 nicht verpasst und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und nun zum Schluss, wie es sich für einen Rechtsanwalt gehört, der Disclaimer. Selbstverständlich kann dieses Video keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen, sondern nur ganz allgemein die Grundzüge darstellen. Wenn ich euer Interesse für das Thema Feuerwehrrecht geweckt haben sollte und euch diese Videos auf dem Kanal nicht ausreichen sollten, dann könnt ihr gerne eine meiner Schulungen oder Seminare am Frankfurter Flughafen besuchen. Ich halte regelmäßig Schulungen zu allen Themen im Feuerwehrrecht ab. Denkt ihr, dass es auch für eure Kameraden und Kameradinnen interessant ist, komme ich auch gerne bei euch in der Feuerwehr vorbei. Weitere Informationen findet ihr insofern auf www.feuerwehrrecht.com.